Sie soll ruhig eine Weile verdauen. Und nun? Ich riskiere mein Leben. Lass sie doch... Wahrscheinlich... Schluss mit dem Unsinn. Sag uns, wo der Feenforscher ist, sonst werfe ich dich in den See. Versuch's doch, versuch's doch. Ja. Okay, der Hund ist noch da. Jetzt Pfeifenkraut könnte man bestimmt gebrauchen. Aber der Hund ist noch da. Wie kriegen wir den Hund da weg? Ja, können wir vielleicht irgendwie. Ich glaube nicht. Ein bisschen Schleim nehmen. Den Schleim woanders hinschmieren. Was macht er da? Ich, gut, das ist nämlich mein Lieblingsstein. Jetzt komm da endlich runter. Und weg ist er. Na toll. Garstiger! Das hat aber geplatzt. Ihr habt mein Pfeifenkraut verdorben. Es ist ganz nass, nass, nass. Und eine Glatze hast du ja auch. Was? Eine Glatze? Wo ist mein Hut? Mein Hut? Na, Kobold? Tja, also... Ich hab dich gefangen, also führ uns endlich zum Feenforscher. Soll ich ohne Hut durch die Welt? Ich will einen neuen. Wo soll ich denn hier einen hernehmen? Und neues Kraut für die Pfeife. Das will ich auch. Tja, vielleicht als Hut... Hier hast du einen Hut. Der ist mir zu schnöd. Ohne Kordel oder Schmuck dran? Du kannst dir deinen Kram alleine besorgen. Dann kannst du deinen Feenforscher auch alleine suchen. Also einen Hut und Pfeifenkraut. Ja, bitte. Ich geh mal deine... Tja, vielleicht eine schöne Blume hier an den... Windling würde sich die Haare raufen. Das sollte nicht... Sieht jetzt aus wie die zeremonielle Sackmütze des königlichen Jagdmeisters. Okay, wie wär's damit? Hier hast du einen Hut, noch mit Schmuck dran. Der riecht ja sieht nach gar nicht schlecht aus. Aber mit feinem Zierrat über der Krempe. Noch schöner als der alte. Okay, aber wie zum Geier verjagen wir den Hund? Den verdammten Wachhund, wie kriegen wir den los? Vielleicht mit ein bisschen Fleisch. Friss, kleiner orkischer Kampfhund. Ah, sehr schön. Natürlich. Lösung liegt auf der Hand. So, Pfeifenkraut für dich. Und jetzt zeig uns den Weg zum Feenmeister. Willst du dieses Pfeifenkraut? Ja, ja. Da bin ich nicht wählerisch. Hauptsache, es brennt im Hals. So. Jetzt hast du alles, was du wolltest. Nur noch eine Sache. Nein, bei den Zwölfen.
keine Sache mehr. Verstehst nicht mal ein bisschen Spaß? Also gut, gebt acht. 70 Schritte dorthin, wo die Disteln kopflos sind. 21 Schritte dorthin, wo die Sonnenstrahlen sich im Kreise biegen. 9 Schritte dorthin, wo den Pilzen Flügel wachsen. Dann findet ihr meinen Freund in einer verborgenen Höhle. Sofern er nicht gerade unten im Labyrinth ist bei seinem Feenkunstwerk. Das ist leicht. Komm, Geron. Was? Oha. Angekommen sind wir. Aber hier ist niemand. Verdammt, dieser Kobold hat uns... Warte, er sagte doch, dass der Feenforscher unten im Berg ein Kunstwerk untersucht. Stimmt. Dann müssen wir ihn dort suchen. Aber ohne einen Plan von den Höhlen finden wir ihn nie. Zum Glück liegt hier einer. Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Kunst. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Mhm. Anzünden. Denk nicht mal dran. Schon gut. Hätte sein können. Okay, hier haben wir noch eine Truhe stehen. Was ist Tafeln. Das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann. Unverständliche Symbole. Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. Unverständlich, damit kann... Okay, wir haben eine Tafel. Oha. 1x4, 4x1, 6x3, 2x4... 4x1, 2x4, 5x1, 3x6, müssen wir jetzt noch rechnen oder was? Das ist ja skandalös. Tja, in der Schale noch was? Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Können wir nicht mitnehmen? Feuerstelle. Das Tuch können wir nicht mitnehmen. Und Asche. Stück Kohle. So können wir hier hinein. Wir müssen den Sommerling befreien. Ich komme nicht ran. Stück Kohle werfen. Das lasse ich lieber. Okay. Können wir hier jetzt runter oder? Komm, wir gehen einfach. Nein, ohne Wegbeschreibung verlaufen wir uns. Das tue ich doch auch mit Wegbeschreibung. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Ich habe eine Idee. Sekunde, können wir noch bestimmt. Schmetterling. Du musst ihn befreien. Aha. Musst du immer gleich alles zerbrechen? Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist machst du ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander und alles wird dunkel und grau. Ja, sag ich doch, Sedwick. Das erinnert mich an mehrere Stellen hier an The Whispered World. Dann mach doch wieder heile hier. Dann mach es doch wieder ganz. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Das hast du vorgestern auch schon gesagt. Aus dem hast du es für dich getan. So... Tja. Was können wir hier machen? Blümchen vielleicht in Schale? Und dann... Das ist doch keine Vase. Oh, sieh mal. Oha. Und jetzt hier die Karte davor halten und dann dort... Rätsel aufdecken.
Ach was. Geht nicht. Schnitzen lässt. Als Kind. Kannst du mich dreidimensional? Dreidimensional? Kannst du mich dreidimensional? Sehr schön. Du kannst mich dreidimensional. Okay, haben wir Fäden. Ein großes Fadenrätsel. Oh, Scheiße. Wie soll ich das denn hinkriegen? Tja, da scheint ja irgendwie, das scheint irgendwie ein Muster der Minen zu sein. Scheint ja irgendwie. Tja. Mit den Fäden müssen wir hier irgendwas machen. Modi, weißt du da was mehr? Ja, diese Rätsel wird es wahrscheinlich im Pen and Paper nicht gegeben haben. Vermute ich mal stark. Oder schon. Tja, also. Und wir müssen noch jetzt hier. Kann man da irgendwie was Fahnen anzünden? Oh, okay. Ich glaube, wenn du zwei Fäden kreuzt, zeigt dir Schatten einen Ort auf der Karte. Also immer nur zwei Fäden. Aber das Rennen ist ja nicht. Das X markiert die Stelle. Aber wann weiß ich, dass es. Dass der richtige ist? Okay, so geht ja schon mal nicht. Das können wir schon mal ausschließen, das auch, weil das ist ja nur ein. Ach so. So tut das funktionieren. Keine Zeit für sowas. Nee. Und den hier vielleicht mit. Nee. Welches da jetzt?
Es bringt ja nichts, wenn ich das hier verbinde. Hat ja nun wirklich keinen Effekt. Dann hier? Nee. Unwahrscheinlich. Mein Kopf ist leer. Also. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Ach, die verdammte Steintafel. Ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Die verdammte Steintafel. Hatten wir auch 2 und 4 und so weiter. Wir fragen den Kobold. Warte. Ich hab die ganze... Oh, verdammt. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Versuch die ganze Zeit hier hoch, runter, hoch, runter. Ohne einen Lösungsansatz. Verdammte Steintafel. Ich hätte hier die ganze Zeit die Steintafel. Die hätte mir gesagt. Mine 1 mal 4, 4 mal 1. Und das ist dann also. Hätte mir auch nicht weiter geholfen. Hätte ich auch nicht so gewusst. So, können wir jetzt hier rein, oder? Also, zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts, dann geradeaus. Das dann Feenkunstwerk. Einmal links? Nein, zweimal links. Dann dreimal geradeaus? Ich hoffe, das muss den Weg muss nicht noch geben. Links, rechts, links, rechts, geradeaus. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber ab... Okay, das merke ich mir ja nicht mehr nie. Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Chiron, versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. So, mit der Zeichnung können wir doch jetzt bestimmt... Komm, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Hauptsache, einer weiß es. Oh. Angekommen. Da mein Feenforscher. Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wanda. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Aha. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Wird uns irgendwie von Hilfe sein? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Oh, noch ein... Ist der irgendwie von Nutzen? Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta. Seerenkundler, Temporalanalyst und... Feenforscher, das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wanda. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Berühren. Huh? Das war klar. Rettet euch! Ah!
Ja. Mordis Abenteuer sind mal wieder sehr schön. Und weg ist er. Und wie soll der uns jetzt helfen? Und wie soll ich da wieder rüberkommen? Na, sehr toll. Der Arm der Feenritterstatue. Der Brocken ist viel zu schwer. Ach so, da ist er. Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Wie konnte das passieren? Okay, das hatten wir schon mal. Was ist? Ihr habt etwas... Tja, Arm der Ritterstatue. Ein Teil des Maßstabs. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue Ich komme mit dem Arm... Hoffentlich war das kein Feenheiliger. So weit weg. Nuri? Andrian Vella, Myrin Amatesta, Eliananati! Geroneo Andrian Vella! Bitte was? Was hat sie gesagt? Ja. Unerreichbar. Doch, sag, das sieht doch wie eine Harfe aus. Da kann ich mich noch von Anfang an erinnern, das war hier. Da hatten wir doch, das war doch unsere Quest. Wir müssen Nuri retten. Nuri steht doch drüben und lacht. Lacht ganz böse. Der Forscher hat recht. Wir sollten uns lieber von diesen Steinen fernhalten. Geron! Saliavi Uribel Ametesta. Ui. Aha. Was zum Heck? Was zum Heck ist jetzt hier passiert? Vielleicht können wir den Rucksack erreichen. Zu kurz. Vielleicht können wir den Arm kombinieren mit... Ach nein. Wie können wir den hier den Maßstab raus? Der Stab passt. Wäre der. Hier, vielleicht können wir den Teil Euer des Maßstabs Stab nehmen. Und jetzt hier eine Kombi machen aus. Der Stab passt. Wäre der Stab nicht zerbrochen, könnte ich damit den Rucksack erreichen. Können wir vielleicht. Der Stab wäre der Stab. Das heißt, wir müssen irgendwie das andere Teil des Maßstabs rausholen. Die andere Hälfte fixen lassen von ihr und damit den Rucksack holen. Italienisch? Das war Italienisch? Tja, ich verstehe kein Italienisch. Okay, können wir vielleicht irgendwie ihn noch zum Reden bringen. Wie konnte das passieren? Was ist? Ein Frosch am Hals. Vielleicht können wir... Der kleinste... Einmal was zu trinken. Nehmt einen Schluck. Oh, schwarzes Geschick. Das Feenkunstwerk. Jahrtausende. Hinfort in einem... Und er redet wieder. Wir müssen Nuri retten. Sie ist von uns abgeschnitten und scheint unter Schock zu stehen. Wundert mich das? Sie musste ja unbedingt die Feenkristalle anfassen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann ihr eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Okay, besuchen wir die Notizen. Okay, aber wie kommen wir hier ran?
Der Brocken ist... Mit dem Arm können wir das nicht hochheben. Hoffentlich war das... Hebelwirkung oder so. Aha. In Physik aufgepasst. Mit dem Hebel unter den Stein. So, vielleicht kann Nuri. Nuri? Könntest du vielleicht. Ja, gut, danke. Atialni mühne Dunaval. Isman drei Rilli. Das Ganze ist bestimmt nicht italienisch, Modi. Mir wäre wohler, wenn der Stab einen Widerhaken hätte. Sonst fällt das Lebenswerk des Forschers in den Abgrund. Und ein solches Unglück möchte ich nicht auch noch auf meinem Gewissen haben. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Mhm. Den Maßstab mit Arm. Oha. Ich hätte es eher andersrum benutzt, aber gut. Wenn du meinst... Unumulila, Geron. Ja, rassistischer Joke von Modi. Irgendwie schon ein klein wenig rassistisch. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Okay, ja hier. Nuri, ich werf's dir rüber. Mach einen Papierflieger draus. Er fliegt davon. Feische Interferenzen. Ich fürchte, hier wird bald wirklich alles einstürzen. Ich werde Nuri nicht allein hier... Natürlich nicht. Ich mache die Wegbeschreibung erneut. Aber du musst sie ihr auf anderem Wege zukommen lassen. Ich sag doch Papierflieger. Das ist...